So, ihr Lieben, jetzt geht's mal wieder um eine Neuheit. Mal schauen, wir machen das Satz erst einmal jetzt. Alles beginnt mit dem ersten Schritt, das wissen Sie ja, ne? Wir haben jetzt hier weiße Schokobella geschmolzen in unserem Schokobrunnen und die Simone hat das auf ein Modul gegossen. Und wenn wir mit Schokobella arbeiten auf den Modulen, dann müssen wir eingefrieren. Und wir haben jetzt diese Lage, Simone, gell, ich kann schon mal live filmen, haben wir eingefroren, das ist jetzt da drin. Und jetzt hat mir die Simone eine Füllung gemacht mit Kokosjoghurt oder Joghurt-Kokos oder wie das auch heißt jetzt. Man kommt ganz durcheinander mit den vielen Tortenfüllungen und hat sie mir fertig gemacht. Und jetzt streichen wir auf das gefrorene Modul, das heißt Schokomodul, streichen wir die erste Lage drauf. Und die Simone hat mich gerade gefragt, soll ich die Ananas solche große Stücklerei tun oder pürieren? Dann habe ich gesagt, große Stückler, damit wir was zum Beißen haben. So, und jetzt verstreichen wir das. Unsere Biskuitböden haben wir im Vorfeld schon gebacken, weil das Ganze muss jetzt schnell gehen, weil der Schokolade darf ja nicht auftauen, sonst kann man nicht abziehen, sonst bleibt er in unserem Modul hängen. Ich lege jetzt den ersten Biskuitboden auf, streiche wieder und dann setze ich die Torte Schritt für Schritt ein. Wenn ihr das einmal so gesehen habt, reicht es ja schon, gell? Also schaut, das Ganze war jetzt ein 3-Minuten-Akt. Die Simone hat geschmiert und ich habe nur die verschiedenen oder einzelnen Platten eingelegt. Und jetzt legt ihr eure Unterlage drauf, die habt ihr ja auch alle. Und dann nehmen wir die Edelstahlplatte magnetisch, die legen wir auch drauf. Und dann geht es hier ganz einfach her, unten haben wir ja auch noch eine Platte, und dreht das Ganze um. Wir sind genauso gespannt wie Sie, was da jetzt rauskommt. Also wir haben auch keine Ahnung, wie das Ganze geworden ist. Wir ziehen jetzt die Form ab und jetzt schauen wir mal. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn das jetzt nichts war, ist, können wir das Video löschen, gell? Das ist ja der große Vorteil heutzutage. Ihr geht's jetzt her, nehmt die Folie und zieht die schön vorsichtig ab. Also ihr müsst euch schon ein bisschen bemühen und schnell machen, wenn ihr Eis setzt, damit das Ganze nicht auftaut. Schaut, und jetzt haben wir wunderbare weihnachtliche Dekore hier drauf. Wow, das schaut ja super aus. Und wir waren noch mehr verschiedene Sachen zeigen im Lauf der nächsten Wochen, weil diese Matte kommt dann ins Angebot. Und alle, die das Schnittchen 3 schon haben, das ist ja das Schnittchen 3, brauchen sich ja nur die Matte dazu kaufen. So, jetzt spritzen wir außen noch. Ich nehme immer sehr, sehr gerne die große Blatttülle für solche Sachen zum Spritzen, weil mit dem Eisschmierer ist es immer ein bisschen aufwendiger. Und mit der Blatttülle können Sie wunderbare Ränderspritzer. Und schon ist unser Törtchen fertig. Die Simone gibt der Torte jetzt noch einen kleinen Kick. Schaut her, wie toll die Matte ist. Und die können Sie in allen Farben machen. Wir probieren sie jetzt natürlich in vielen Dingen noch aus, aber mit der Schokolade haben wir jetzt mal angefangen. So, hallo. Jetzt habe ich mit unserer neuen Matte noch ein bisschen Punkte drauf gemacht mit unserem Minispritzbeutel und mit der weißen Schokobella. Aber ich habe zu meiner Schwiegermutter schon gesagt, eigentlich bräuchte man gar nichts drauf machen, weil die ist so toll. Also ich bin ganz begeistert. Und auf die großen Sterne lege ich jetzt noch ein bisschen Silberperlen drauf. Und dann können Sie auch Crispies drauf. Oder wir haben gesagt, rote Marmelade könnt ihr mit deren Punkten einspritzen. Also was ich möchte. Je nach Lust und Laune. Also ich finde es toll, man bräuchte eigentlich gar nichts machen. So, jetzt haben wir es fertig, unser Kunststück. Und was sagt denn jetzt? Die Matte, die braucht sie jetzt unbedingt. Wenn ihr jetzt Schnittchen 3 habt, und wenn nicht, dann braucht sie beides. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Nachbacken. Ciao.